Die CDU-CSU spricht jetzt der Kollege Karl Schieberling. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir die missbräuchlichen Entwicklungen im Bereich von Leiharbeit und von Werkverträgen angehen wollen. Das machen wir mit diesem Gesetz. Und dieses Gesetz ebnet neue Wege. Ich halte das für richtig. Allerdings fängt diese Koalition damit nicht an, sondern wir haben bereits in der letzten Koalition unter den Bedingungen, die damals waren, bereits eine ganze Menge organisiert. Wir setzen das fort. Wir wollen faire Bedingungen. Daran arbeiten wir. Aber wir wollen auch die Chancen, die Leiharbeit hat, nutzen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Ernst, ich finde das schon abenteuerlich, wie Sie Gemeinwohl definieren. Für uns heißt Gemeinwohl, dass wir Menschen, die auch sonst keine Perspektive haben, in Beschäftigung bringen. Für uns heißt Gemeinwohl, dass wir den Menschen, die die Hilfe brauchen, denen die Hilfe geben. Für uns heißt nicht unbedingt Gemeinwohl, ein starres System zu schaffen, in dem sich keiner mehr bewegen kann und wo die Wirtschaft hinterher keine Luft mehr bekommt. Meine Damen und Herren, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, was wir jetzt hier verändern und richtigerweise verändern, dieses Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist da auf der einen Seite ein Schutzgesetz. Das ist richtig. Aber das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss auch Chancen eröffnen. Chancen für die Menschen, die dann über diesen Weg in Beschäftigung kommen. Und wenn Sie hier ständig darstellen, dass da alles Ausbeutung, das ist purer Unfug. Viele, viele der Menschen, die jetzt in Leiharbeit tätig sind, wären möglicherweise nicht erwerbstätig, weil nämlich keineswegs gesichert wäre, dass sie dann über andere Wege in der Wirtschaft untergekommen wären. Diese Fragen, die sind hinten und vorne nicht geklärt. Und dies so darzustellen, wie Sie es da gerade getan haben, halte ich für grundfalsch. Meine Damen und Herren, wir wollen die Chancen nutzen. Wir wollen mit der Arbeitnehmerüberlassung und mit der Reform dieses Gesetzes aber auch gleichzeitig Dinge in Ordnung bringen. Frau Krammer hat das gerade eingangs dargestellt. Das kann ich nur unterstreichen und auch sagen, dass es unsere Ziele sind. Unsere Ziele sind allerdings auch, dass wir an bestimmte Dinge mit Augenmaß herangehen. Die Frage, wie Sanktionen, wann Sanktionen greifen, haben wir im Ausschuss noch mal eigens in einem Protokoll vernünftig geklärt. Ich halte das aber für richtig, dass wir ein solches Schwert hier haben. Ich will nur sagen, dass 98% aller Menschen, die in Zeitarbeit tätig sind, in einem Tarifvertrag arbeiten, 90% arbeiten in Vollzeit, 70% kommen aus der Arbeitslosigkeit, 29% haben keinen Berufsschulabschluss, keinen Berufsabschluss. Ich sage Ihnen, für diese Menschen brauchen wir auch weiter den Weg über die Zeitarbeit in Beschäftigung. Und wir werden erleben, dass wir dieses Instrument auch in Zukunft benötigen, wenn uns zum Beispiel die Aufgabe gestellt ist, viele Flüchtlinge in der Arbeit und im Arbeitsmarkt unterzubringen. Da möchte ich auch gerne, dass wir dieses Instrument mit dafür nutzen können. Viele Betriebe halten sich und haben eigene Dinge entwickelt und haben eigene Schwerpunkte gebildet. In meinem Wahlkreis zum Beispiel die Firma Schmitz Cargobull, 2000 Beschäftigte, knapp 560 Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer, nach dem ersten Tag bereits Equal Pay. Die Dinge sind vernünftig ausgehandelt. Warum hat die Firma das so gemacht? Nicht, weil sie Auftragsspitzen abfangen will, sondern weil sie aus den Erfahrungen der Finanzkrise 2008 erlebt hat, wenn sie die Flexibilität nicht hat, dann ist hinter die gesamte Firma in Gefahr. Die Bedingungen, die die Menschen, die dort als Leiharbeitnehmer tätig sind, sind faire, tarifvertraglich abgesicherte Bedingungen, die ordentlich mitgetragen werden. Und der Betriebsrat hat diese Dinge, mit dem habe ich mich heute Morgen noch mal ausführlich unterhalten, ausdrücklich so mitgetragen. Auch wir haben Verleiharbeitsfirmen, die entsprechende klare Regelungen haben. Und ich glaube, dass das, was dort tarifvertraglich geregelt ist, auch vernünftig angepackt wird. Meine Damen und Herren, Inhalt des Gesetzes ist, dass wir in der Tat nach 9 Monaten Einsatzdauer Equal Pay machen, dass es eine Höchstüberlassung von 18 Monaten gibt. Und mit diesem Gesetz haben wir in Fortführung anderer Gesetze, die wir in dieser Legislatur miteinander beschlossen haben, etwas getan, wo wir als Koalition großen Wert drauf legen. Wir haben die Tarifautonomie gestärkt.
Wir haben nämlich Ausnahmen nur zugelassen, sofern tarifvertragliche Vereinbarungen dies ermöglichen. Und ich halte das für einen richtigen Schritt, weil wir auf diesem Weg auch den Arbeitgebern sagen, dass es sich lohnt, im Arbeitgeberverband zu sein und mit Tarifverträgen die Bedingungen am Arbeitsmarkt gemeinsam mit den Gewerkschaften ordentlich und vernünftig auszuhandeln. Und deswegen halte ich diesen Schritt auch für richtig. Und ein Punkt, der uns sehr am Herzen lag, war, da kennen wir auch diejenigen, die gerne bei der Abwicklung eines Auftrags einen Spurwechsel gerne vornehmen möchten. Nämlich auf der einen Seite machen sie einen Werkvertrag und erst wenn die Kontrolle Schwarzarbeit kommt, fällt ihnen ein, es könnte Arbeitnehmerüberlassung sein. Diesen Spurwechsel wollen wir nicht. Es muss klar sein, was ist Werkvertrag, was ist Zeitarbeit und Leiharbeit. Schon alleine, um die Arbeitnehmer zu schützen, auch mit diesem Gesetz führen wir dies ein. Viele haben übrigens Sorgen, meine Damen und Herren. Viele haben übrigens Sorgen, sie könnten plötzlich unter Zeitarbeit oder Leiharbeit fallen. Wir haben noch einmal im Ausschuss deutlich erklärt und dargelegt, dass zum Beispiel alle, die Beratungsdienstleistungen vornehmen oder Implantierung von neuen Projekten in einem Betrieb, nicht darunter fallen, sondern dass es weiterhin werkvertragliche Regelungen ist. Das ist vernünftig und klug und wir sollten von dieser Stelle auch sagen, wir wollen, dass faire Bedingungen am Arbeitsmarkt herrschen, ja, wir wollen aber auch, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, sondern dass wir Beschäftigung ermöglichen, ja, wir wollen aber vor allen Dingen auch als CDU-CSU-Fraktion gemeinsam mit diesem Gesetz, den wir mit den Koalitionspartnern der SPD beschließen und auf den Weg gebracht haben, Menschen Wege eröffnen in Beschäftigung und damit eine Grundlage schaffen für eine gute wirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube, dass wir und bin sicher, dass wir mit diesem Gesetz dort einen wichtigen Schritt gemeinsam nach vorne gehen. Als nächstes spricht